Ich arbeite ja mittlerweile war ich in Sturgern. Und wenn du da aus dem Künstlerausgang rauskommst, ist auch der bedienstete Ausgang, dann kommst du da auf den großen Platz. Und da kannst du Leute beobachten. Und das ist spannend. Und dann habe ich festgestellt, dass ungefähr die gleichen Typen, die es in Stuttgart gibt, die gibt es auch in Ulm. Es gibt irgendwie so Menschen, die gibt es in jeder Stadt. Ja, da kannst du hingehen, wo du willst, die Typen gibt es überall. Und mein Typ, den ich jetzt mal so entdeckt habe, ist der Ahmed. Dauerweile habe ich Umbaupause integriert. Hey, jetzt mal klasse mich hier, ja. Jetzt mach mal Chatten, ich überhaupt keinen Stress hier, ja. Hey Leute, ich wollte euch mal ganz kurz sagen, ich finde es korrekt, dass ich hier bin. Und ich wollte auch korrekt sagen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Ahmed, aber das Problem ist, die Deutschen verstehen mich nicht. Die sagen immer Ahmed und Ahmed. Das finde ich nicht okay. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich sein wie eine große Rapper. Wie zum Beispiel mein großes Vorbild, Bushido. Kennt ihr Bushido, ja? Bushido hat als großes Vorbild die amerikanische Präsident. Bush, I do Bush. Ist doch konkret klar, habe ich herausgefunden mit meiner linguistischen Konzentration, ja? Weißt du, da habe ich mir gedacht, vielleicht machst du eine Mischung aus Bushido und Malcolm X. Weißt du, Malcolm X war voll der Bürgerrechtler und so, weißt du, der hat voll gegen die Apartheid und so gewohnt, ja. Und auf alle Fälle habe ich mir gedacht, will ich auch einen Namen mit X. Krass, deswegen heiße ich nicht mehr Ahmed, ich heiße jetzt Magifix. Hey, krass, Leute, mein Name, der ist Ahmed nix mehr. Mein Name, der ist Magifix. Ich langweile euch mit meinen alten Tricks. Doch heute werde ich es besser machen. Ich langweile euch mit meinen neuen Sachen. Dann werdet ihr schon sehen, was ich mache für euch hier konkret. Ich mache Dinge, die könnt ihr gar nichts fassen. Pass auf konkret. Ich werde vor euren Augen eine Flasche verschwinden lassen. Die Flasche hier, die ist mit voll Rand bis, voll mit Cola bis zum Rand, genau. Wenn ich die austrinke, alle kriege ich sogar noch Pfand. Hey, korrekt, pass auf. Pass mal auf, korrekt. Korrekt habe ich hier eine Röhre, ja. Mit der Röhre, voll korrekt, wird die Flasche Cola jetzt bedeckt. Und dann in wenigen Sekunden, alle, die Flasche ist voll verschwunden. Hey, pass auf, ich hab mehr Brüder als du Freunde, ja? Und ich hab echt konkret Argumente. Das ist meine Kreditkarte. Die Schüler an Kredit alle. Okay, ich gebe zu, die Flasche wird nichts verschwinden, müssen wir einfach das Problem finden. Ist doch klar, die Röhre ist viel zu klein, da passt die Flasche gar nicht rein. Das ist wie bei dem Minirock von den Frauen, einer da ausguckt, unten und oben immer konkret was raus. Hey alle, das Problem ist gar nicht schwer. Hey alle, da muss man einfach konkret eine bessere Röhre her. Und dann, ihr werdet echt voll konkret sehen, der Trick ist voll schön. Könnt ihr die Flasche noch sehen? Nein, ich höre keinen Kunden. Ja. Die Flasche ist verschwunden. Applaus, Applaus, macht hin! Sonst merkt jeder, dass ich ein Scharlatan bin. Okay, ich gebe zu, ich habe euch nur geneckt. Die Flasche war nur versteckt. Aber jetzt Achtung, ganz konkret, pass auf. Jetzt pass auf, pass auf. Jetzt pass auf, krass. Ich mach Dinge, ja. Ich mach jetzt echte Zauberei, sag magisch 1, 2, 3. Und dann, das glaubt echt keiner, die Flasche, die wird immer kleiner. Und dann erscheint an schneller Stelle hier, nichts aus meiner Hose, eine Eisdose. Hey, Achtung, ja? Konkret, ja? Eistee von meiner Frau. Aber
Aber jetzt muss ich mal sagen, ich habe mir recht lange überlegt, wie ich jetzt konkret diese Ansage mache hier. Ich glaube, ihr könnt euch schon überlegen, was jetzt abgeht. Ich meine, ich krieg Ärger jetzt, was ich jetzt sage. Aber jetzt kommen voll die Chicks und die machen Hippo. Viel Spaß.